Hallo zusammen. Heute geht es weiter mit dem Thema schlechte Gewohnheiten. Kann man den Gebrauch der Drogen überhaupt begründen? Lässt und nimmt Stellung dazu. Die Pubertät ist die Phase der körperlichen und seelischen Veränderungen, der Abnabelung vom Elternhaus und der Selbstfindung, zu der auch die Suche nach dem berauschenden Kick, nach riskanten Abenteuern und nach enthemmenden Grenzerfahrungen gehören kann. Ich kann sicher sagen, dass es heute viele harmlose Möglichkeiten gibt, Abenteuer und etwas Neues zu erleben. Wenn die Jugendlichen wegen Problemen und Konflikte Drogen nehmen, müssen sie verstehen, dass Drogen neue Probleme hervorrufen. Es ist schwer zu sagen, welche Maßnahmen die Eltern treffen sollen, um dieser Erfahrung bei ihren Kindern vorzubeugen. Aber die Eltern müssen ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein, über Probleme der Kinder ehrlich und offen verhandeln und sie unterstützen. Strikte Verbote sind unglaubwürdig. Ich kann vermuten, diese Maßnahmen helfen Probleme mit Drogen in den Familien verringern. Lässt und sagt, welche Probleme können die Raucher haben? Die Raucher haben schlechte Leistungen in der Schule. Sie haben Konflikte in der Familie und keine guten Beziehungen zu ihren Freundinnen und Freunden. Hört den Text. Worum geht es in diesem Text? Kapitel 3c, Übung 2. Meine ältere Schwester. Ich habe mich oft gefragt, warum sich Inge so verändert hat. Sie hat sich in der Familie wohlgefühlt. Es gab natürlich Streit. Inge und die Mutter kamen oft gar nicht miteinander klar. Der Vater verdiente Geld und die Familie konnte zusammen viel unternehmen. Ausflüge oder Radtouren. Aber einmal war dieses friedliche Familienleben zu Ende. Inge ging immer häufiger von der Familie weg. Sie wurde verschlossen und aggressiv. Die Mutter sagte, etwas stimmt nicht mit Inge. Ich mache mir Sorgen um sie. Inge blieb länger in der Diskothek oder bei ihren Freunden. Der Vater beruhigte die Mutter und sagte, deine Tochter wird erwachsen. Sie sucht sich langsam ihren eigenen Lebensstil. Aber wir wissen nicht, in welcher Gesellschaft Inge ist. Man hört doch so viele schlimme Dinge darüber, was die jungen Leute heute machen, meinte die Mutter. Mit ihren 17 lebte Inge praktisch nicht in der Familie, sondern neben der Familie. Sie kam nicht zu den Mahlzeiten und wenn, dann nur kurz und niemand konnte mit ihr sprechen. Wenn sie zu Hause war, schloss sie sich in ihrem Zimmer ein und machte die Musik sehr laut. Aber meistens war sie nicht zu Hause. Erst spät in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden kam sie nach Hause, trank einen Schluck sehr starken Kaffee und ging, ohne ein einziges Wort zu sagen, in die Schule. Ich habe meine Schwester immer bewundert. Inge war ein wunderschönes Mädchen, mittelgroß, mit dunkelblonden Haaren und großen hellblauen Augen. Inge war für mich eine ältere Freundin, mit der ich über alles reden konnte. Aber alles war vorbei. Inge wurde kälter, aggressiv. Inges freundliches Lächeln war auch vorbei. Ihre großen Augen blickten kalt und gefühllos. Ich habe gespürt, dass etwas Schlimmes, etwas Schreckliches passiert. Jetzt war alles klar. In diesem Text geht es um Inge. Ihr Benehmen hat sich sehr verändert.
Sie wurde verschlossen und aggressiv. Sie hält sich von ihrer Familie fern und sie machen sich große Sorgen um Inge. Was ist weiter Inge passiert? Macht eure Vermutungen. Lest den Text weiter. Waren eure Vermutungen richtig? Ihr habt recht. Inge nimmt Drogen. Stopp das Video, lest den Text zum zweiten Mal. Sucht im Text alle Wörter und Ausdrücke, die Martina benutzt, um Inge zu beschreiben. Inge ohne Drogen. Sie hat sich wohl in der Familie gefühlt. Inge und ihre Familie haben viel zusammen unternommen. Man konnte mit ihr über alles reden. Sie war freundlich. Inge mit Drogen. Sie geht von zu Hause weg. Sie ist aggressiv und verschlossen. Sie spricht mit den Familienmitgliedern nicht. Sie sperrt sich in ihrem Zimmer ein und hört laute Musik. Sie übernachtet nicht zu Hause. Ihre Augen sind kalt und gefühllos. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Geschichte weitergehen kann? Haltet das Video an und schreibt die Fortsetzung dieser Geschichte. Die Eltern von Inge waren natürlich schockiert. Sie konnten doch eigene Gefühle unter Kontrolle haben. Sie sind ruhig und sachlich geblieben. Sie haben Inge nicht mit Vorwürfen überschüttet, sondern die Eltern haben sie beruhigt und unterstützt. Die Eltern haben ihr auch professionelle Unterstützung durch einen Psychologen geholt. Die Eltern und Inge haben über die Probleme offen verhandelt. Mit ihrer Hilfe konnte sie mit Drogen aufhören. Was kann die Lust auf Drogen verhindern? Ergänzt die Liste. Um die Lust auf Drogen zu verhindern, braucht man die Menschen, denen man alles anvertrauen kann, und die unterstützen können. Gute Beziehungen zu Schulkameraden und ein guter Freundeskreis fördern nur positive Ereignisse im Leben. Man muss Ziele setzen und an die Zukunft denken. Der Mensch, der Pläne auf das zukünftige Leben hat, hat keine Zeit für sinnlose Dinge. Man muss immer beschäftigt sein. Es gibt viele Möglichkeiten, die Zeit mit Spaß zu verbringen. Man entwickelt sich und erfährt etwas Neues, besucht verschiedene Veranstaltungen, lernt neue interessante Menschen kennen, reist und genießt glückliche Momente im Leben. Man muss nur richtig seinen Tag planen. Stoppt das Video und testet euch selbst, ob Fernsehen für euch ein Vergnügen oder eine Sucht ist. Ich habe keine Punkte erreicht, weil ich überhaupt nicht fernsehe. Das bringt mir keinen Spaß.
Ist es noch normal oder schon eine Krankheit? Äußert eure Meinung. Man sitzt täglich 5 Stunden vor dem Computer. Man macht täglich 2-3 Stunden Computerspiele. Man spielt lieber mit dem Computer als mit den Freunden. Man ist überall mit seinem PC und macht ihn auf, wenn es eine freie Minute ist. Ich finde das nicht normal, wenn der Mensch stundenlang vor dem Computer sitzt. Man vermeidet reales Leben, obwohl es so vielseitig und bunt ist. Ich bin der Ansicht, dass solche Menschen Probleme haben und Hilfe brauchen. Was macht man, wenn man Probleme mit dem Rauchen oder mit anderen Drogen hat? Was ist eure Meinung? Wenn die Jugendlichen eine Sucht haben, halten sie sich von den Eltern und ihren Freunden fern. Sie haben Angst, verurteilt zu sein. Deshalb teilen sie ihre Probleme und Sorgen in Chatforen mit unbekannten Menschen, die auch solche Probleme haben. Halte das Video an und lässt zuerst eine E-Mail und danach die Antworten darauf. Welchen Ratschlägen könnt ihr zustimmen, welchen nicht? Warum? Jan und Nina haben interessante Ideen, aber man muss verstehen, dass nur Hobby oder Sport nicht helfen, eine Sucht zu überwinden. Man muss viele Maßnahmen treffen, um mit Drogen aufzuhören. Stoppt das Video, schreibt an Markus Briefe und gebt ihm Ratschläge. Lieber Markus, du wurdest dir der Sache bewusst, dass du eine Sucht hast. Das ist schon ein Schritt zum Erfolg. Nicht alle Drogensüchtigen verstehen ihre Probleme. Ich empfehle dir, jemanden darüber zu erzählen, wem du vertrauen kannst. Die Unterstützung ist dabei äußerst wichtig. Wende dich an einen Spezialisten, der mit dir über deine Sucht verhandeln kann. Du musst alle Beziehungen mit den Menschen unterbrechen, die auch mit Drogen verbunden sind. Und natürlich musst du auf dich und deine Hobbys konzentrieren. Beschäftige dich mit den Dingen, die dir gefallen und Spaß bringen. Mit freundlichen Grüßen. Das reicht für heute. Danke für die Arbeit. Und auf Wiedersehen.